Was haben wir heute? Ein Scott Spark RC. Die Renn-Edition, das Rennrad fürs Gelände in Form eines Fullies, was bei uns in der Ausstellung steht, was ich selber auch viel fahre. Was ist verbaut? Also wir haben hier ein 100 mm Fahrwerk, wie es im Cross-Country-Weltcup, im Marathon gefahren wird, auf Etappenrennen. Mit den neuen Synchros Silverstone SL Carbon-Laufrädern, wo alles aus einem Stück ist Carbon, Narbe wie Speichen und auch die Felge. Wir haben die TT Swiss 180S Keramiknarben verbaut, vorne und hinten Reifen. Ich fahre hier auf Schwalbe, wie immer tubeless, hält super, hält ewig, also Defekte sind mir jetzt so beim Mountainbike nicht bekannt, in Form von Reifenpannen etc. Ja, ansonsten den Syncross Carbon Lenker, Vorbau und Lenker, alles in einem, gibt es verschiedene Gradzahlen, das ist jetzt eher die Variante für ältere Menschen wie für mich. Genau, die SRAM Level Ultimate Carbon Bremsen, die verbaut sind, vorne hinten mit 160 mm hydraulisch gebremst, Syncross Carbon Sattelstütze, einen Syncross Baykara Carbon Sattel, auch wieder die Boost Variante, schon mehrfach erklärt, ein bisschen kürzer und relativ breit, sodass mein breiter Knochen auch drauf passt. Ansonsten habe ich hier vorne einen Computermount dran von Syncross mit meinem Wahoo. Wir selber nutzen alle in der Firma Olonazo alle den Wahoo. Einfach von der Bedienung, lange Haltbarkeit vom Akku. Ideal für unsere langen Touren, sei es mit dem Gravelrad, mit dem Rennrad oder halt auch mit dem Mountainbike. Ja, was haben wir weiter? Wir haben den RockShox Nude-Dämpfer, wie Nino ihn auch fährt. Die RockShox Sit Ultimate Gabel. Nicht in Carbon wie bei Nino, sondern in Aluminium, trotzdem sehr leicht. Wir haben die Gabel getuned mit den Basern im Ölbad, um einfach ein bisschen weicheres Fahrwerk zu haben, um dann die Gabel bei Springen und so nicht so durchschlagen zu lassen. Weil ich habe ja nur 100 mm und wenn man ein bisschen rabiater fährt, kommt man sonst zu schnell an den Grenzbereich. Ich habe den üblichen Twinlock-Hebel hier oben von Syncross, wo ich das ganze Fahrwerk vorne und hinten gleichzeitig einstelle. Von komplett gelockt zu reduzierten Federweg zu offenem Fahrwerk, quasi Sofa oder Straße, Trail und Schotterweg-Modus. Also so kann man das auch beziffern. Ansonsten SRAM Eagle Access Schaltgruppe, ihr seht die Rainbow, die macht viel fürs Auge. Wir haben ein 34er Kettenblatt vorne drauf, in dem Fall ein ovales Kettenblatt. Ansonsten Keramik Speed Tretler, Keramik Speed Schaltwerkkäfig, wie ihr schon kennt, was wir schon gezeigt haben. Wir haben die Rainbow Kette drauf, die 12-fach und eine Übersetzung vom kleinsten 10 bis zum größten 50. Mittlerweile gibt es auch 52. Hier wieder der übliche SRAM Akku, das habt ihr auch schon gesehen, wie es bei der Road Schaltung ist und auch beim MTB. Hinterbau, in dem Fall auch Carbon bei dem Rahmen, das ist ja unterschiedlich bei den Rahmen. Die fangen an mit Aluminiumrahmen, dann kommen wir irgendwann zu den Standard-Carbon-Rahmen mit Alu-Hinterbau und das schaukelt sich so hoch, bis wir alles dann Carbon haben, wie in diesem Fall. Normaler Carbon-Flaschenhalter verbaut, wir haben Steckachse vorne und hinten, ganz normal. Was haben wir noch als weitere Highlights? Ich habe hier die Escolab-Griffe in meiner Größe M, durchschnittliche Hand, sitzen natürlich perfekt in Handballen und damit habe ich null Probleme irgendwie mit einschlafenden Händen etc. Was haben wir weiter? Den Access-Schalter und jetzt wird es auch noch spezieller, Hop-Carbon-Parts. Guter Freund von mir fertigt hochwertige Carbon-Teile. Teilweise, damit es schöner aussieht, teilweise, um noch Gewicht rauszuholen und teilweise sogar die Funktionen noch zu verbessern. Das habe ich in Gabel verbaut, das habe ich in Rahmen verbaut an verschiedenen Stellen. Das gibt es fürs Schaltwerk. Also der Christoph Hopp mit seinen Carbon-Parts hat viele Teile im Programm. Ich habe das selber noch am Access-Hebel. Alles in schwarz UD-Matt mit so einem leichten roten Glanz drin, wie es auch der Rahmen widerspiegelt. Das Gewicht mit Pedale XR verbaut und Fahrradcomputer, wie es hier steht, 10,3, also da ist sogar noch möglich, das schnell unter 10 zu bekommen, aber dafür bocksteif, ultra stabil. Also wir haben die ganze Scott-Palette von Remsen über Genius, Spark, Spark RC und die ganzen anderen Marken, die ich auch schon mehrfach aufgezählt habe, eigentlich immer alles im Groben da. Ihr könnt sowas Probe fahren, ihr könnt gern dieses Mal Probe fahren, wenn ihr möchtet, Termin machen, Bescheid geben, dann haben wir das auch vor Ort und somit steht es auch mal zur Verfügung, um das mal zu testen, ob das für jemanden was ist, ob man das braucht oder ob da etwas übertrieben ist. Das muss natürlich immer jeder selber für sich wissen, aber die Möglichkeiten sind groß und freue mich, euch zu sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal. Ihr wollt weitere Videos von uns sehen, die findet ihr dort. Und was uns besonders wichtig wäre, gebt uns ein Feedback. Schreibt in die Kommentare, ob ihr besondere Wünsche habt zu den Videos, Themen, die wir ansprechen sollen, von uns, von mir, über bestimmte Bikes etc. Wir würden uns freuen. Bis bald, euer Michael.